Guten Tag, ihr Leid. Willkommen zu der wahrscheinlich vorletzten Folge Submerge. Bedenke dich noch. Hallo? Hallo, kleiner Wal. Haben wir dich schon? Scheint so. So, nice. Ich gucke mal auf die Karte. Wir wolle do rechts an das grüne Dingens do. Hinaussuchen, ne? Und von do aus mal gucke, also so ungefähr so muss man fahren. Mal ein bisschen Gas. Ja, mir wolle halt die Karte leer machen. Also mit von kleinen Icons und Bonusaufgabe und sowas. Das ist unser erklärtes Ziel, dass man da halt fertig wäre. Ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. So, Moment. Karte. Bisschen weiter rechts. Der Delfin da hier. Ja, von daneben, ne? So. Alles klar, du knarzt es wieder. Ist schon wieder so Delfin. So, jetzt noch mal gucken. Ja, noch ein mini kleines Winnie-Pooh rechts. Und dann aber geradeaus. Speed. So, jetzt müssen wir so langsam, da vorne ist es. Ah, sehe ich, ich wollte gerade sagen, müssen wir so langsam mal die Augen aufhalten. Nö. Oh, jetzt wird schon wieder oben, wie das aussieht. So, guck mal her. Na, ah ja. So. Dann gehen wir gleich mal mit dem Fernglas gucken, ob wir noch was anderes finden. Oh, ein Grammophon. Nice. Was haben wir dann? 18 von 20. Guck mal, da fehlen gar nicht mehr so viel. Dann haben wir ja. Ja, genau. Carport. Hab ich auch gerade gesagt. Ja. Ich bin hier verbuddelt. So, also, das war das. Dann gucken wir gleich mal weiter. Jetzt müssten wir quasi straight, no rechter Winkel, zu einem Türmchen fahren. Was wir jetzt da machen. Da hinten, das ist der Aussichtsturm. Den nehmen wir mal einfach mit. Oder? Ist er das? Das ist nicht. Ja, das ist der. Nee. Der ist hinten dran, oder? Ja, der muss hinten dran sein. Da waren wir scheinbar schon, oder? Beziehungsweise da ist halt nichts. Große Flagge. Hä? Ach so, Moment. Waren wir doch schon? Was war das? Au! Da wollte gerade Schwertfisch auf mich springen. Ah, nicht schlecht. Interessanterweise. Ach so. Ja, da waren wir dann wohl schon. Oi. Zack. So, wir wollen ja aber möglichst flugs halt vorwärts kommen. Da hinten, das ist der Aussichtsturm. Da eieren wir jetzt ein. So. Aber definitiv. Ah, guck mal, da müssen wir auch nichts runterfahren irgendwie. Zack, einfach hingegangen. Luft gerennt, Feierchen auch gemacht und gefreut. Wo muss ich weiter? So. Das ist Aufzug. Alles klar. Und hoch geht's. Ui. Na? Kann ich mich eigentlich bewegen? Hey, ich kann mich bewegen, während ich hochfahre. Dann wäre ich angequetscht und. Ja, das ist wahrscheinlich genau das, wäre nicht. So, wir sind halt ganz oben. Wenn wir ganz oben sind, dann packe ich das Fernglas aus. Ach, guck mal da unten, was ich doch schon mal entdeckt habe. Da brauche ich halt immer Fernglas davor, um das zu entdecken. Das ist ein Motordingens. So. Das tue ich natürlich dem Aussichtsturm ein bisschen so. Das Sinn und Zweck nehme, wann ich jetzt alles vorher mit dem Fernglas suche. Bom, bom. Vorletzter Aussichtsturm, ihr Leid. Es geht dem Ende zu. Schade. Schade, schade. Oh, was ist da hin? Bin ich genau geradeaus vor mir, so, wann ich aufs Feier gucke. Na, gleich sehen. So war. Gerade da hin. Sehen ihr das?
direkt vor mir. Moment, ich guck mal auf die Karte. Ah ja, da müsste ich wahrscheinlich eh hier. Moment. Hinter mir war ein Buch. Warum sagt man das, Kenner? Also war das Heißel, wo wir vorbeigefahren sind, doch noch nicht von uns besucht, sozusagen. Warum sagt mir das, Kenner? So, wo sind wir dann hier? Ah, da hinten, da hinten, da hinten. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn er mit dem Aufzug runtergeht. So. Dann sieht das ja gut aus. Aha. Ja, ja, ja. Wo ist das Brüderlein? Brüderlein, hallo. Also. Der Ibe wackelt schon mal. Ist so das Wasserding gewesen? Ne, wo war dann? Die, wo wir eine Weile entdeckt haben. Nein, 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 ich guck. Wir fahren erstmal direkt noch hin. Ich glaube, das war wirklich das Ding, was wir da jetzt gesehen haben. Ja, das ist das Heisel da. Aber ich hab's nicht hingekriegt, also ich hab's nicht. Seltsam, ich hab doch da noch ein Fernglas drauf geguckt. Ich hab doch da noch ein Fernglas drauf geguckt, ob wir da schon mal waren. So, Moment, ich guck. Tatsächlich, da waren wir noch nicht. Sehr seltsam. Naja. Und wir gehen die Treppe hoch. Bum, bing, baum. Bau, bing. Das ist schon ein bisschen. Ne, ich merke, dass ich da durchrenne, aber ich weiß ja, wenn man im Buch unterwegs ist, gibt es genau eine Sache zu finden. Das ist halt das Buch. Ja, ich kenne mich da jetzt noch großartig umgucken und alles, aber. Nö, wir wollen ja heute wollen wir vorwärts kommen, ne? Ja, wie jetzt? Ah ja, okay, alles klar, da unten geht's weiter. Wolle jo halt vorwärts kommen. Zack, das Buch. Guck mal, kriegen wir eine Reihe voll? Nee, gerade. Uns fehlen aber noch ein Haufen Tagebücher. Ja. Komm ich da irgendwie hinaus? Diese rotes. Ah. Sehr schön, na komm. Schau nun. Was ist da unten? Hier die Leiter auf. Kabum. Und weiter geht's. So. Jetzt wieder. Moment, hier rum. Ne, wir stehen schon richtig. Wir müssen am Leuchtturm. Komm, wir fahren gleich von der anderen Seite an den Leuchtturm. Der Leuchtturm links von uns lassen sozusagen. Und dann gibt's da was zu gucken, hieß es. Das Angel halt. So, sieht man da hin, ist schon was zum Angeln, ja. Ich glaube, zuerst war es grüne und das Boot war dann. Das ist woanders. Das Boot. Dale. Zack! Voll krass, hey. Kaum 5 Minuten in, wäre schon 3 Dinger oder so gemacht. Das könnte ja doch noch was wäre, dass man das halt noch gut hinkriegt. Was gibt's? Ah, geil. Eine Trompete? Ja, Posaune ist das mit dem Bügel von. So, irgendwo hier. Wieso höre ich denn hier Grillzirpe? Sollte da noch. Ist rechts von mir, so ungefähr. Sollte da noch ein Boatsche sein. Hähne irgendwo. Da hinten. Wow. Jetzt mache ich mich mal nicht so verschrecken, gell? Mein lieber Scholli, ich glaube, es geht los. Da ist ein Boatsche. So. Olja, kommen sie gehupft. Komm her, wir gucken noch ein bisschen Fernglas uns um. Ah, doch mal alles so weit. Nächste Station ist dann wohl das Buch, was ich irgendwo gesehen habe. Ist das da links von uns direkt? Ja, eigentlich schon, ne? Dann fahren wir besser so rum. Gucken wir da rüber. Schätzen wir, dass es das da ist. Das kuppelartige Gebilde, das ist eine Bahn. Das kuppelartige Gebilde nennt man Bahn, auch nicht schlecht.
Da ist was zum Aufmachen, schätze ich. Es ist mir noch nicht vergönnt, aufzumachen. Ja, dann. Nico, Wetter. Wetter, ja. Alles klar. Da. Ja, danke. Soweit bin ich Arsch und Kumm. Ach so, das ist jetzt, das ist das Ding, um Pfannhof zu machen. Ah. Ich verstehe. Das ist ja schön, das ist ja schön. Ja, dann. Dann machen wir das. Ich meine, ich muss jetzt da nuff. Und dann lese ich, dass man da die Tür aufmachen muss. Und dann muss ich wieder runter die Tür aufmachen. Aber nee, man kann sie von oben aufmachen. Das ist natürlich wunderschön. So, wollen wir jetzt da hingehen? Vorne ist der Alle, hier kann ich nicht, okay. Ja, Bato, ja. Alles klar, dann warten wir da. Während ich jetzt einen Stein suche, wie ich die Sache sehe, kann nicht weit sein. Da ist er. Da ist er, der Stein. Leid im Schlafzimmer, ne? Haben sie bestimmt geschlafen wie Stein. So, weiter geht's. Du da drauf, bring da runter. Und geräuspert. So, dann gucken wir mal weiter. Über gibt es nicht viel, da war ich vorhin, also muss es ja wohl da über weitergehen. So, dann gleich mal gleich ein bisschen klettern. So, da über gibt es auch wieder geklettert, aber. Das ist doch übel gewesen. Oh, ich hör was. Da oben funkelt es und glitzert schon, da sind wir richtig. Jawohl, ja. So, noch ein Buch, noch ein Buch. Ah, sehr schön. Was haben wir dann? Der große Mann brachte Gaben von den alten Schmuckstücken, die auch die härtesten Herzen erweichen. Ach, Gaben! Brachte Gaben von der alten, oh geil. Oh, hier haben wir Gaben. Wenn dann nennen wir Marianne. Oder so irgendwie. Also, darüber. Schwester, da unten. Zack. Alles klar, Schwesterchen, das haben wir auch hier gekriegt. Fahren jetzt nur ans Wasser, ans Haus. So, da eben wollte ich gucken, was das ist, ne? Kann ich da irgendwie. Mal aufs Kärtchen gucken, ne? Ja, grundsätzlich ist die Richtung ja eh richtig. Also, gib Feuer. So, ihr seht ihr Leid, heute gibt es Schnelles. Hoffe ich. Ah, es ist. Ein Infopunkt. Ein ja, Infopunkt, eigentlich. So. Das Auge der Nacht. Okay. Dann wird es auch Teleskop nennen, aber okay. Besuche alle Wahrzeichen, habe ich gerade Achievement gekriegt. So, jetzt haben wir quasi alles gesehen. Da eben sehe ich gleich noch was. Das kann ja. Mensch, wir kommen nicht fertig, oder? Warte mal. Ja, das war sinnlos, ich weiß, aber. Ah, guck mal da. Wegst. Ich mir doch, dass da noch was zu holen gibt. So, ich guck mal da eben die Heiser an. Ja, das sind die Heiser. Was, das ist ein Heiser? Haben wir mehr da, wenn ich da schon, aber kann man ja nochmal hingehen. So, dann ziehen wir noch was hoch. Also im letzten Haus gibt es noch 4 Bücher zu finden. Wir brauchen, glaube ich, noch 6, habe ich das jetzt richtig gesehen, weil. Wir würden so dann nur eins fehlen. Ein Mikroskop oder auch Wirkungsarbeiter. Sammle alle Relikte. Heid laughs, ihr Leid. So, wo war denn jetzt das Schiff gedönse? Was wir da gesehen haben. Ja.
Bisschen nur rechts. So ungefähr. Und du sollst dann auch noch anderes. Ah, du Ibe scheint wohl, das gibt es nicht, wo man hin ist. Guck mal. Wo ich das Boot von hier erspähe. Diese Welle. Komm, mach mal Squats. Mache mal Squats. Und du gerade so blöd geplatscht. Vorne in dem gelben du. Ach, das sind sie wieder. Hallo, ey, Vorsicht, 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 nicht in der gelischen Verkehr. Das finde ich überhaupt nicht gut. So. Wie na das? 24 Fällen noch 2, wie ein Kerne. So genau die sind. Gattinada. So, Kombucha. Links oder rechts rum? Ah, da ist ein Brick, da kommen wir nicht weiter. Die müssen wir natürlich erst aktivieren mit Actimel. Schauing, schauing, schauing. Ja? Ich werde hochklettern. Hier ist das Buch. Aber wie aktiviere ich denn die Brick oder brauche ich die halt eher so zum Zurückgehen so? Na, na, wir haben sie. Alles klärchen, so. We are straight. We are straight. Was auch immer das bedeutet. Oh, geil. Und immer leichtsinger strahlen wir mehr und mehr Samen, um Macht zu erhalten. Ach, Stahlen. Die Flut der Gier hat uns überwältigt. Das ist nicht Strahlen. Ich habe hier voll die Wortfindungsstörungen mal wieder. Also die Lesestörungen. Das ist schlecht. Das gibt keine gute Not. Ohne gerade noch was, wo geglänzt hat, oder war das einfach nur der Weg? Das war einfach nur der Weg. So, komm mal her. Brücke runter. Hopp. Zapp. Auf zu der Schwester ins Boot. Weiter geht's zum Leuchtturm, der hier irgendwo sein müsste. Ich will das. Mensch, Karte. Bisschen geradeaus und dann noch rechts. Wir müssten eigentlich mehr oder weniger schon sie. So, Ibe ist was Spitzes Hoches. Könnte man durchaus vorstellen, dass das ein Leuchtturm ist. So, dann tun wir wieder dem Leuchtturm ein bisschen Arbeit abnehmen. Haben wir überhaupt noch was zum. Eigentlich nur Motorteile, wo noch fehlen. Motorteile, wo noch fehlen. Schön. Ja. Cookie, Cookie, zack. Ja. Jedes Mal fasziniert bin, dass das Mädel aussteigt, weißt du? Nee, es hat schon seine Ordnung. Der Feierchen, nee, der Bu nicht. Der Bu ist viel zu klein für Feierchen zu leben, wie sind wir alle. So. Ihr komische Knödelhor, die sie übrigens hat. Die können wir gleich wieder testen. Ich mag das mehr, wenn sie zip hat. So. Aber erstmal Feuerchen gemacht. So. Aller gut. Nutze alle Ausgabekrieg. So, dann gucken wir mal auf die Karte, ob da noch was im Umkreis ist. Nein. Also da vorne ist noch ein Upgrade. Das heißt, uns würde eins fehlen. Schlecht. Das kann natürlich überall sein. Aber da unten ist ja noch ein Buch. Ob zu dem Ende Upgrade fahren wir noch hin? Zu dem Ende Upgrade fahren wir hin. Und zu dem anderen beamen wir uns eventuell. Dann wollen wir heute pünktlich vorwärts kommen. Ja, also ich will da jetzt halt nicht durchrennen, damit ich das Spiel da schnell rum habe, weil es mich nervt. Nee. Garantiert nicht. Es ist ein super Spiel. Schön gechillt. Ich muss jetzt halt wirklich. Das nächste Spiel wird schwer, ne? Weil das war halt wirklich so ein Entspannungsspiel, wie ich sie gern hab. Und muss man jetzt halt gucken, was man als nächstes spielt dann, wenn das da rum ist. Als Entspannungsspiel.
So, die Richtung stimmt ungefähr, es ist halt nur verklinge. Ich wollte es nur links, wann ich kann, wann ich fährt. Ja, aber irgendwie bringt das so alles nicht so viel. Ich gucke mal, ich muss so hinaus halt. Vielleicht so. Welche Feuer waren es? Die schwarze Wurzel? Die schwarze Wurzel? Jetzt sind es die grüne Wurzel, die mir den Weg versperre. Das ist alles nicht so schön. Oh, da habe ich noch gut stickische Form, ne? Wenn ich jetzt so Haus bin. Moment, ich hole nochmal Fernglas raus. Das haben wir schon. Ich halte gerade was ins Wasser. Ich weiß, die Achterbahn, wo wir jetzt gefunden haben. Letztens ist auch schon wieder ein paar Folge her, ne? So, die See ist einigermaßen ruhig, da komme ich gut vorwärts. Was ist denn das da? Ist das das Ding, wo ich hin muss? Sieht schon sehr verdächtig aus, wenn er nicht schon. Warte mal, ich muss überhaupt kein so Ding hin, ne? Das laber ich für Scheiße, ich brauche... Ja, ja, klar, ne? Ich brauche blaues Dingens. Und du hast noch alles zugenäht, okay. Was ist denn das da hin, ein paar Türmische? Ich weiß noch her, die Türmische. So, sicher, und schon sind wir so weit, dass ich mich verfronz. Ich glaube, der Nebel ist aber nicht normal, ne? Ich glaube, der ist... Ach, das ist das Grüne. Das ist Industriegebiet, wo wir schon mal waren, und nie muss ich. Moment, fahren wir da durch, das ist ja im Industriegebiet drin. Sozusagen. Das ist der grüne Nebel. Der grüne Nebel ist noch mal cooler, wenn gerade Sonnenaufgang ist, dann ist der irgendwie noch mal geiler, weil dann tut das so schön ist, Licht durchscheinen. Nichtsdestotrotz ist es grüner Nebel, sieht es halt nicht so gesund aus. So, machen wir ein bisschen Platz. Gucken wir hier noch mal auf die Karte. Noch mal rechts, nehmen wir. Fahren wir halt da drum herum. Ne? Halt aber trotzdem die Aue und die Ohren auf. Vielleicht Heere oder Siemer. Noch ein Bootsteil. Nur denn da fehlen so dann noch eins. So, jetzt eigentlich einfach nur geradeaus. Oh, da ist so schön ruhiges Wasser, ey. Das ist so cool. Das gefällt mir. Ah, da ist er. Hier ist eins, so. Ich bin zwar schon 26, weißt du, das mag ich überhaupt gar nicht. Wenn so 3, 4 noch fehlen, ja, dann ist mir es halt auch egal, ehrlich gesagt, ne. Aber wenn eins fehlt, das ist schon fies. So, wir haben ja gesagt, ne, wir beamen uns jetzt halt da nun, ne. Wenn wir so faul sind zum Larven, jetzt mal so zum Fahren, weil das wäre halt schon ein weites Stückchen gewesen. Das muss jetzt auch nicht Sinn. So, nein, weiterfahren. Wir fahren mal da raus. Boah, guck mal, da hinten ist so schön ruhig und da aussieht schon die Welle, ey. So. Okay. Also. Gut, dass man irgendwie links nicht rauskommen. So komplett zu. Ne, da kann man durch. Auch hier wieder, ne? Wir suchen immer noch ein Teil. Ohr aufhalten. Ein Aue. Das ist es nicht. Ausrichtungsmäßig sind wir natürlich komplett falsch. Schön, ich muss ein bisschen noch rechts. Fernglas rausgeholt. Alles schön abgesucht. Nein. Das haben wir vorhin schon gesehen und gesagt, das ist es nicht. Okay, den Trümmer haben wir auf jeden Fall mal gefunden. So.
sag mal, aktiviert, ne? Hat wieder raushole. Bisschen geradeaus an der Häuserkante vorbei. Oh, schön, oder? So. Habe ich natürlich wieder schlauerweise zu viele Knöpfe auf einmal gedrückt. Moment. Einen Moment. Gleich geht's kurz ruckle. Richtig. Ja. Na komm. Gib Stoff. Ich hab. Ich hab mal die Screenshot-Tascht auf die. Was ist das? Stern-Tascht von meinem Controller nur gelegt. Also Stern drauf. Und das Problem ist, wenn ich halt. Normalerweise Screenshot, glaube ich, R2 und noch irgendwas, eine Stadt oder so. Und wenn ich jetzt halt so wie jetzt Gas gebe. Mit meinem Moped und dann aber die Tascht krieg, wo ich mal den Screenshot drauf gelegt habe. Dann wird mein Controller blöd im Kopf. So, da hinten müssen wir hin. Dann wird mein Controller blöd im Kopf und streikt alles. Und dann fail. Und dann muss ich einfach nur kurz ausschalten. Wieder an, und geht das. Hier ist das rote Fähnchen, das sehe ich. Wo ist denn jetzt der Fuschdurweil hier? So. Dann lassen wir den Fusch sind. Wie gesagt, uns fehlt noch eine blaue Giftschraube-Ding. Man kann das hin, dass die. Wir gucken das mal an, ne? Der rote Fahne. Sind die nur da, wenn man da noch nicht war? Und ich nur bin ich schlauer. Der wird ja wahrscheinlich wieder hochmissen und dann ist du aufmachen, schätze ich. Ja, siehst du? Ich gebe nicht auf die Hoffnung. Ich hoffe noch, dass man da irgendwie im Umkreis direkt was über sie hat. Und dass man dann gleich hingucken kann oder so. Die halt schon. Schade. Wenn es so 13 hängen wird, ne? Wenn man dann quasi alles hätte bis auf Enz. Ja, wann's halt so ist, ich werde jetzt nicht extra die ganze Karte mit Eich abfahren. Das wäre ich dann. Also hallo, wenn es nur noch an N-Sammelding leid, dann tue ich mir das natürlich noch cool. Aber das mache ich dann halt off-camera. Oder wie man das nennt. Muss man da um? Ich weiß, dass du eigentlich nichts zu gucken gibt, aber. Mal schon mal da sind. Dann nutze ich das. Da geht's mir sogar weiter. Jetzt. Oh, da ist irgendwas. Ach so, guck mal. Bin ich sogar richtig gelaufen aus Versehen. Boing. Bin ich sogar aus Versehen richtig gelaufen. Ah, deswegen haben sie dann bitte, so Bindo an den Baum gemacht. Damit da sehe ich, Junge, da unten nicht spazieren gehen. So, eben war nix. Voila, was war denn das? Ich hab keine Ahnung. Kann ich doch rüberhupfen? Ja, kann er. Okay. Uiuiuiui, jetzt aber, ha? Jetzt aber. Voll der Cliffhanger hier. Ich glaube, das geht nicht, oder? Boah, Alter, steht. Wie ein Berufsäffchen, hey, echt jetzt. Ich hehe schon das Buch, ne? Ich hehe es. Aber es ist so nett. Hier, wieso? Das ist so gut als Ausdruck geeignet. So. So, 52 von 56. Perfekt. Er riss einen Samen aus seinem Ruheplatz und führte die uralten Schätze vor. Seine gerissenen Worte verleiten uns, einen Wert zu erkennen, wo es keinen gab. Ach, der große Mann, der war das Bese, der gesagt hat: Guck mal, das ist voll die geile Energiequelle. Und die Dödels haben es geklappt. Oder haben es dann halt genauso gemacht und haben dann ihr sinnlose technische Geräte dran geklemmt oder was? So. Nee.
So. So, wo ist meine Schwester? Hallo. So, Schwester, schon jetzt pass auf. Wir haben jetzt halt noch ein Problem, dass da uns noch ein Dingens fehlt. Das kennt halt, ne? So, wo ich bin, fahren wir noch ein bisschen durch den Nebel durch. Es kennt halt aber ganz einfach da oben sind, wo wir jetzt eh hin müssen. Die Dinger sind halt nicht einfach mitten auf dem Meer. Die sind schon in der Nähe von Heiser. Also ich fahre jetzt auf alle Fälle nur noch rechts. So. Das ist ein Sub hier. Kennst schon gar nichts. So. Moment. Ich wusste, dass da noch was war. Was bist du? Der Plennerwal. Haben wir scheinbar auch schon gehabt. Uns fällt da noch irgendein Tier, glaube ich. Oder mehrere. Also ein Tier kommt hier auf alle Fälle noch. Wo wir jetzt halt hingehen. So. Fallst du einfach durch die Qualm. Also durch den Nebel auf der Karte. Das ist hier rechts an dem Haus vorbei, du. Komm, blaues Zahnrad. Mach's nicht so spannend. Ja, ich will jetzt einfach nur durch den Nebel fahren, dann beamen wir uns zurück heim und du mal die gesammelten Schätze ausstellen. Und morgen geht's dann auf zur wahrscheinlich letzten Folge. Ich muss halt immer wahrscheinlich sein. Ich weiß ja nicht, ob der noch, wenn man das letzte Heisel gemacht hat, ob dann die Story rum ist, ob dann das aufgeklebt wird oder ob dann da irgendwie noch was auftaucht oder so. Weißt du, vielleicht nochmal extra Heisel oder so, weiß ich schon nicht. So. Mach mal geradeaus. Naja, ey, mach mal geradeaus. So. Sag mal Bescheid, wenn wir nach Heisel sehen. Heisel, Quatsch. Motorboot, also so. Wrackdale, so. Gucke, bin ich noch einigermaßen richtig, ja. Ich sehe gerade. Ah, ne. Ich habe gerade gemeint, an jedem. Moment. An jedem von deinen Aussichtsdinger, da, oh, ich kann nicht weiter rüber, ist in der Nähe immer irgendwas zu suchen. Irgendwas zu finden, ne? Also Zahnrad oder sowas. Außer an dem Unne ganz im Süden. Ne? Da haben wir irgendwie nichts gefunden. Aber da ist ein Heisel in der Nähe. Ich guck gerade ab, oben ist ein Zara, da ist auch was zu finden. Bei dem in der Mitte mehr oder weniger. Mehr oder weniger andere Dinge. Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt. Naja. Ah! Ich hör was. Ich hör doch da irgendwo was. Oder bin ich jetzt halt blöd? Ich hab doch eine Weile was gehört. Das ist, glaube ich, ein Wasserfall. Bin mir nicht sicher, ne? Ich könnte einfach nur Meeresrauschen. Oh, ich hab schon, ne? Ich hab schon hier den Wahnsinn, den man da auf See kriegt. Die Wahnvorstellungen. Das habe ich, glaube ich, eben im Let's Play zu Dredge irgendwo kurz erklärt. Dass die Suizidrate oder die Rate von Leid, die wahnsinnig wäre und eventuell auch deshalb Suizid mache oder sowas. Und dass Seeleute recht hoch ist.
was halt auch so erklärt wo ist. Und ich fange jetzt einfach mal noch rechts. Wir gucken uns mal das Heißel an, ne? Was halt auch so erklärt wo ist, dass wenn du die ganze Zeit auf dem Meer bist, du hörst halt die ganze Zeit das Wellenrauschen und dein Hirn tut das halt ausblenden irgendwann, dass du welche unwichtige Sache, wo einfach da sind, tut es einfach ausblenden. Das ist so ganz normal, ne? Aber es wäre halt so, dass man dann irgendwann kein Wellenrauschen mehr ist, dass der Hirn dann Sachen hinzudichtet. Sprich, du bist dann irgendwann mal, keine Ahnung, in der Decke oder sowas, wo dann halt mal kein Wellenrauschen ist und dein Hirn dann so, da fehlt ein Geräusch, ich mach mal eins. Und dann hörst du halt eventuell Gesang, Musik, Melodie, Stimme, irgendwie sowas. So haben sie es mal erklärt. Oh, das ist wieder der komische Nebel da, ne? Ja, aller gut. So, ihr Leid. Wie sehen Sie mir jetzt schon Mitte drin im Letzten? Ich wollte ja aber eigentlich heim, ne? Ja, jetzt cruisen wir mal einfach ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ja was. Naja. Komm, wir fahren jetzt einfach mal hin. Wir gucken es uns zumindest mal an. Ja, der Bodennebel ist schon übel da, ne? Wir gucken es uns, also große Fläche, da gucken wir uns natürlich um. Hey, waren da zwei Blumen? Da ist Annie. Was für ein Ding? Lilliput Power. Ja dann. Wir gucken uns hier immer um. Fahren Moschee drumherum überall. Was sind hier? Komische Ende. Ah, noch ein bisschen. Ah, aber lass mal. Naja, das ist ungemacht. Es muss so ein Sinn, wo ich noch nicht markiert hatte. Schlauerweise, so. Aller gut, ihr Leid. Also, uff. Wir fahren jetzt zurück heim. Beamen wir uns. Bam. So. Rum. Und hier will ich. So, ballert der Große wieder rum. Sehen das? Bum, bum. Entweder das oder die Franzosen machen Schießübungen. Keine Ahnung. So, mir gucken. Müssen wieder hier eins antatschen. Touch, touch. So. Und jetzt ziehen wir das so ins Feld. Das ist ein Grammophon. War es das schon? Oder haben wir nicht. Ach, guck mal da. Was? Stickstoff. Bin ich mit dem Stickstoff? Ach so. Kommt die Trompete drauf. Wo ist denn da das Mundstück? Ach du Nein. Oh, eine ziemlich schmale Backe hin. Ach mal, das Mikroskop. Ich glaube, das war's, oder? Ja. So. Nein, Blum haben wir auch noch nicht. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid, gut die halbe Stunde. Sehr schön. Beende das für heute. Morgen geht's auf zur wahrscheinlich letzten Folge. Dann werden wir mal sehen, was das so alles auf sich hat. Sollen wir noch ein bisschen ins Menü gucken? Machen wir Moje. Machen wir Moje, ihr Leid. Hopp. Was schäme ich euch? Ich freue mich, wenn der Moje wieder inschalte. Moje Missner inschalte, weil ihr wollt ja wissen, wie es zu Ende geht. Ne? Wenn der Anfang, die erste Folge und die letzte Musche gucken. Alle, habt ihr mir leid. Tschö, bis morgen.